Na, ah, guten Morgen, liebe Leute. Oh, will der Wrecker mit etwa? Ja. Zeig mal der Welt da draußen, was los ist hier im Hause Müller. Und tschüss. Jetzt kriegst du eine Flasche. Ich fahr mal den Karren vor. Können wir? Also ich hole und die kommt dann raus. Jo, jetzt aber hier. Ja, ja. Oh, tanken. Oh, ich muss tanken. Wo muss ich denn da hinfahren? Wo gibt's denn hier noch eine Tankstelle? Gott, Tankstelle. So, jetzt gilt es, eine Tankstelle zu suchen. Bei der anderen Schule, wo ich Anuka beliefert habe, gibt es auch keine Tankstelle in der Nähe. Und jetzt schauen wir doch aber mal hier. Wolfensteindamm muss das doch geben. Wer steht denn so beschissen da? Also mal im Ernst, ey. Wie kann, müsste man eigentlich ins Netz stellen? Ich weiß nicht. Parkt hier mitten auf dem Abbiegestreifen. Also da wird einem übel. Übel. So was von rücksichtslos, ja, das ist unglaublich, kann nicht wahr sein, ey. Ja, Hauptsache er sitzt drin und spielt an seinem Telefon. Er regt einen noch auf, ey, was ist das für ein Vogel da? Ein bisschen gereizt gerade, merkt man vielleicht ein bisschen. Gleich ein paar Leute rausschicken. Tragoote. Setzen das Auto um. Zack, zack, zack. Ach komm, den hier. Ich krieg mich nur auf EAL. Ich bin auf dem Rückweg, ich habe keine Tanke gefunden hier. Frechheit ist okay. Jetzt fahre ich Albuinstraße ab, um zu tanken. Man sieht mal Total, man sieht Aral, man sieht drei Tankstellen im Zedlower auf der Ecke. Jetzt mal nicht unruhig hier. Gott sei Dank, Parkplatz. Endlich. Wie spät ist es? Fast genau drei Viertel. Also wirklich super. Ich habe die Kinder zur Schule gebracht. So lange? Stau, dann keine Tankstelle gefunden, dann kein Parkplatz gefunden. Ich möchte weg. Ich möchte auf dem Grundstück rauffahren können und das Auto einfach abstellen. Ich möchte nicht mehr hier ewig kreist du hier rum und findest doch nichts. Findest nichts und musst ewig weit wegfahren und bin schon fast verzweifelt, dann die Tankstelle zu finden, weil ich musste tanken. Na dann, komm mal mit.
Marlies, vielleicht bis gleich, mal sehen. Muss erstmal aufmachen. Und schon wieder 11 Minuten um, wenn hier nichts passiert ist. Außer dass Tommy das Teil hier angehangen hat. Weltfestspiele der Jugend und Studenten in Berlin. 1973, Hauptstadt der DDR. Sichtagitation. Ja, wie auch immer, meist wird schlimmer. Haben wir jetzt einen Haufen Zeug hier, was raus müsste, aber bei diesem wiesen Wetter wohl besser ist, wenn es drin bleibt. Es ist ja wirklich schlechtes Wetter und ich werde wieder ein Rad nach dem anderen von meinen Rädern jetzt hier reinnehmen und vorbereiten, aufbauen etc. Laufradsatz habe ich bekommen für den Diamant. Ja, aber 280 Euro, knapp 270. Ja, also man ist bei 300 Euro mit Montage ist man da auf alle Fälle. Gestern war noch der Unfallverursacher da und meinte, ja, warum ist denn nicht so teuer? Also ich habe ihm ja erstmal nur 120 Euro oder was hat er genommen? Ich meinte, naja, Laufräder, es ist nicht das schlechteste Material, was jetzt da drin ist und deswegen kostet es halt ein bisschen. Also da muss man schon mal in den sauren Apfel beißen. Mal gucken, ob die sich einig werden. Geht mich aber nicht an. Ich habe auch zu dem Kollegen da gesagt, ich sage, du, mich geht das nicht an, das klärt ihr bitte untereinander. Ich baue nur die Teile ein, die bestellt, die werden eingebaut und das war's. Möchte damit nie was tun haben. So. Wenn ich selber einen Unfall hatte, ja, aber ich kümmere mich nicht um die Abwicklung des Geschäfts, denn da, was die da machen. Das mache ich nicht mit. Die Reifen wollte ich eigentlich aufziehen auf diesen Neuaufbau. Das werde ich mir nochmal überlegen. Weil wenn ich den nämlich als diesen Hollandrad billig Single-Speed Aufbau oder also Neuaufbau, Hollandrad billig Aufbau, eigentlich billig Aufbau, jetzt zeige ich schon so viele Neuteile wieder dran bald, dass mir jetzt schon wieder leid tut, das zu billig zu machen. Ja, deswegen mir aber wie gesagt nochmal überlegen, ob ich diese Reifen hier nehme, weil damit bist du ja sehr gebunden, kannst natürlich schön schnell fahren, hast wenig Rollwiderstand und ist alles ordentlich hart, aber es ist eben auch genau das, es ist alles ordentlich hart und nicht wirklich bequem und ich glaube, ich nehme normale Reifen in der normalen Dicke. Schauen wir mal. Oh, die Zeitung ist da. Aha. Die Zeitung ist da. Was ist denn in der Zeitung drinne? Mit Hand in der Tür eingeklemmt. U-Bahn reißt Textserie mit. Corona-Chaos in Mitte. Infektion in Schule, Arztpraxen auf einer Sexparty. Aber keine Personal, um Betroffenen zu informieren. Roland Kaiser rockt Berlin endlich vor 5000 hin. Aber der Sommer ist sicher vorbei. Ja? Wir haben gesagt, naja, vielleicht war jetzt vorbei, Frühling, kommt vielleicht noch mal 1-2 Paare, wo du mal so 25, 26 Grad hat, ein bisschen mehr. Aber ansonsten ist die Hitze vorbei. In der Nacht, hast du ja schon die Nacht 18 Grad haben wir nachts. Ja, bloß 18 bloß Grad ist. 8 bis 10 Grad habe ich gesagt. 8 bis 10, ja. 18, nee, 8 bis 10. Grad. 8 bis 10. Wollte ich gerade sagen. 18 wäre ja. Das wäre ja hinterher, das wäre ja noch heiß. Heiße Nächte.
Und da zeigt das mal wieder, dass das Personal auf dem Bahnsteig vielleicht doch gar nicht so schlecht war. Nee, wenn die gesagt haben, Zug abfahren, bitte jetzt. Also, auf alle Fälle. Hallo, moin. Wie gesagt, mit Bahnpersonal auf dem wisst ihr so früher, die Zugabfahrt hier. Ja. Das war Schaffner. Wäre das früher nicht passiert. Nee, das ist genau dasselbe. Das ist genau dasselbe, wenn du hier U-Bahn fährst. So, einsteigen. Die Leute sind da ja nicht mehr eingestiegen oder ausgestiegen, da sagen die schon, ich muss da zurückbleiben. Ja, die einfach im Bad sind, da drängen sie. Ja, ist aber alles automatisch, kein Mensch sieht das, hat wieder einer nicht. Ja, dadurch, das ist richtig und dadurch passieren so viele Unfälle. Das ist nicht gut. Ja. Früher ist der Fahrer, der Schaffner gestanden oben auf dem Bock da gerufen, geguckt, ist der Bahnsteig frei. Ja, hören Sie noch. Ja. Hören Sie noch, und das fehlt. Das ist unverantwortlich. Ich brauch nicht ab. Ach, Wolfgang. Was sollen wir machen? Kommt Achim nicht mehr? Nee, Achim kommt am Montag wieder, meint er. Aber ich weiß ja nicht, ob er kommen soll, weil das ist ja so viel ist noch nicht zu tun. Er muss seine Sachen noch zu Ende machen. Das muss er noch machen. Er hat ja noch seine Aufgaben hier, die er üben muss. Für die Prüfung. Ja, das ist ja richtig. Man hat ja wenigstens was, wo üben muss, wa? Ja, aber... Gut, Wolfgang, ich mach mal weiter, ja? Klar, gut. Wir sehen uns später. Ja, so ist das mit dem... Unfall. Schulweg. Schulwegsunfällen. So passieren die. Nächste Rad von mir. Schöner Rahmen, der auch schon eine ganze Weile rumsteht. Kuwara. Ich setze mal den originalen Vorbau hier, den Nitto. Original Nitto Vorbau von Kuwara. Der kommt hier wieder ruf. Dreht Kugeln kaum ab, das ist ein Krampf. Kann man ja nicht mit angucken. Okay. Lager sieht ja furchtbar aus. Das ist der Halter, dass er nicht da schabt. Wie cool das ihr macht das alles. Das Schaltwerk muss hier unbedingt ab. Ich halte den Rahmen hier vor, soweit wie ich kann. Danach räume ich auf. Alles, was ich machen kann, mache ich jetzt. Tretkurbel ab. Hallo? Two days ago. Oh, it's sold. Too late, you sold it? Oh man, was ist los?
Halt handfest nur eine Schraube oder was hier. Eieiei. So viel Langeweile hatte ich schon lange nicht mehr, hätte er gesagt. Das ist ja Wahnsinn. Okay, schönes XT-Schaltwerk, sauber gemacht. Jetzt nicht tippitoppi oder so, aber mein XT. Habe ich doch tatsächlich noch einen einfachen rumliegen hier? Einen einfachen Daumenschalthebel? Siebenfach. Eins. 3, 4, 5, 6, 7. Hi, Robin. UPS hat hier gekommen. Oh, war schlimm. Wollt ihr mir noch alles aufhalten müssen? Wie? Was ist das, was ich in der Wehe muss? Bisschen kalt, bitte, bitte. Ja, ich hab auch nicht so viel, was willst du haben? Boah. Na, mehr habe ich nie. Ja, 5er sind das, ne? Jetzt sind nur 5er, ja. Sag mal 20, soll ich gehen? Ja, ein bisschen was brauche ich auch noch. 20. Bis dann. Bis dann. Toll. Na gut, okay. Jetzt ist gleich Pause. Ist gleich Dunkeltüte. Oh, ich habe ein bisschen was eingestellt. Gucken, ob da ein bisschen was kommt. Oh, ein Geld. Der Laden ist ganz verwaist. Lost Place. Oh my God, ey, what we have here, oh, Andy Warhol, kenn ich nicht, oh, geniale Räder überall, oh, Lost Place, oh, yeah.
irgendwann in 100 Jahren wird dieser Keller wieder aufgeschlossen und dann so, oh, was ist denn das? Die Hälfte der Räder ist verrottet. Bis zur Hälfte sind sie alle weggerottet. Bis zum Tretlagergehäuse. So, alle so gleichen sich den Boden an. Und dann sind das Schätze. Sind das richtige Schätze. Und ich bin nicht mehr da. Und da wird man sich erinnern. Boah, das ist doch hier dieser sagenumwobene Tommys Fahrradladen. Der Fahrradsalon. Genau der. So wie die Titanic zu bergen, denn dann hat man hier so eine, findet man hier die Überreste so. Oh, hier haben mal Menschen gelebt. So ein Quark, wa? Was ist das? Na gut, okay, mal klar. Wir haben den ersten Auftrag um 3:01. Eine Kette, Kettenwechsel. So, also bevor wir in die Pause gehen, in diesen recht langweiligen Vlog heute, wo nichts passiert, machen wir nochmal den Chainlighter auf. Wie öffnen wir einen Chainlighter? Kleines Video, damit ein bisschen Lerneffekt dabei ist. Also, wir ziehen diese Lasche nach außen und das gleiche hier innen. Ja, das gleiche hier oben. Außen und innen das gleiche. Wir ziehen das Ganze nach hinten ab. Chainlighter Teil 1. Anheben. Anheben. Und nach vorne wegziehen. Chainlighter Teil 2. Oh, die Kette ist noch stabil. Stabil, stabil. Macht noch einen sehr stabilen Eindruck. Dann würde ich mal sagen, spanne ich die einfach nur. So hängen, da wird nicht. Solange wie man da an die hinten angekommen ist, geht das auch noch. Gut, haben wir. Einmal festschrauben. Einmal. Zweimal. Dreimal. Und wir bauen den Chainlighter wieder an, nachdem wir hier ein bisschen Fett drauf gehauen haben auf die Kette, weil die Kette hat schon lange kein Fett mehr gesehen. Hier ist auch übrigens so eine Öffnung hier vorne, wo man das machen kann zum Ölen. Hier, dieses kleine Loch. Ja, da oben. Da sollte man ab und zu mal ölen. Vergessen viele wahrscheinlich. Wie auch immer. Wir machen das jetzt mal, ziehen hier einmal durch mit unserem super Atlantik, super Kettenfließfett.
Jetzt ganz rückwärts. Chain Leider. Einmal. Zweimal. Einmal. Das war's. Ja, Chain Leider ist halt so ein selbsttragendes System, das darf man nicht vergessen. Also ja, das ist jetzt nicht so, dass der Tier optimal passt und super gleitet. Da gibt es auch so ein anderes System, was man direkt bei so den Eingangrädern einfach direkt von oben auf die Kette macht. Ich weiß nicht, wie das heißt, hat die Kette von oben so abkoffert, so abdeckelt, so dass sie nur unten an den Zahnkranzen, an den Zahnkranz, also auf der Innenseite offen ist. Das fand ich ganz cool, weil das ist wirklich, das läuft doch gut und das fand ich super. Er ist sauber, aber der Chain Leider, der am Anfang, wo der auf den Markt kam, dachte ich, endlich mal was Brauchbares, aber nachdem das hier alles so rumwackelt, bin ich kein Freund davon. Auch wenn man davon vielleicht nicht mitkriegt im Betrieb, wenn man mit dem Rad fährt, aber es ist nicht, es fühlt sich nicht gut an. Es ist ein Schleifgeräusch für mich und es ist nicht okay. Das schleift sich auch ein, sagt man, aber das ist das alles nicht, das kann es nicht sein. Nicht, kein Optimum. Okay, das Rad ist fertig. Das war's. Kette spannen. Und Chain Leider. Und jetzt ist Pause. Moin. Hi. Ja, bitte. Ich habe mal wieder ein kaputtes Fahrrad dabei. Was hast du denn diesmal kaputt gemacht? Also, der Hinterreifen ist platt. Oh ja, das ist schön. Einfach. Ich brauche unbedingt wieder einen 8er Steckschlüssel. Der ist mir irgendwie hier abhanden gekommen. Sagen wir es mal so. Ich muss auch vielleicht einfach mal nur das Ding auskippen. Die sind. Hier noch einen zweiten Kaffee jetzt mit dir gebracht. Der Kaffee von heute Morgen und der Kaffee von heute Mittag fusionieren. Zack. Alter und älterer Kaffee zusammen. Also ich brauche auf alle Fälle einen 8er Schlüssel, weil hier und da hätte ich gern 8er Steckschlüssel wieder. Was sich Tommy wünscht, einen 8er Steckschlüssel von hoher Qualität und Güte. Qualität und Güte sind wichtig. Kann man denn den verlieren da unten? Der geht doch ohne 8er Steckschlüssel. Was Tommy doch nicht braucht, ein 8er Steckschlüssel. Doch, ja, ich gebräuchte. Der muss ja irgendwo sein hier. Kann ja nicht weg sein. Ja. Sehr gut, haben wir. Jetzt schraube ich hier so ein Kinderrad mit so einem Monster-Stützräder zusammen, ey. Tja, also irgendwas muss sein, offensichtlich.
vordere Gabel aus Kunststoff. Ne. Ne. Hier ist ein Traumstückchen. Darf ich rein? Ja. Entschuldigung, was hast du gesagt? Ich sag, hier ist ein Traumstückchen. Sag ich. Echt? Nee, okay. Das Problem an diesen Rädern ist, dass alles so billig gemacht ist, die Teile. Also grundsätzlich ist es ja eigentlich ganz geil. Man baut so ein Rad mit so einem Rahmen, der noch recht gut lackiert ist und so. Ja, aber warum denken sie nicht zu Ende oder bauen nicht gut zu Ende? Also die Lager sind immer zu fest. Ich habe jetzt hier ein bisschen lockerer gemacht, ja, ein bisschen eingestellt, sodass man überhaupt treten kann. Hier hinten ein bisschen lockerer gestellt, aber siehst du, brennt dennoch ganz schön. Normalerweise müsste man bei diesen Rädern, um die richtig geil für Kinder zu machen, die ja gerade anfangen, Fahrrad zu fahren, auf Fahrrad zu lernen, müsste man das Rad komplett auseinanderbauen, alle Lager raus, fetten, vernünftig einstellen und dann wieder einbauen. Das kostet allerdings mehr als der Teig. Oh, gemacht. Ja, das kostet allerdings mehr als das Rad kostet. Also, wissen Sie, was es kostet? Naja, genau. Und hier die Bremse. Hier vorne ist eine 8 drin in dem Rad. Die echt? Und. Und die Bremse ist halt alles so, man kann die nur so in etwa einstellen. Also, es schleift nicht mehr so, ja, das ist okay. Aber und ein Kind kann das auch bedienen, alle Dude, aber. Ah, verdammt noch einmal, der Rad ist echt. Ja. Das ist scheiße. Und du kannst du nicht zentrieren, weil es ist hier nicht zu zentrieren. Ah, das ist halt Container, weißt du, alle drin, ist ja hier im Maintenance Philippinen, muss ja auch irgendwie herkommen. Ja. Dann werden die halt zusammengeschmissen und dann sieht das halt so aus am Ende. Ja, genau, das ist es. Und eine Plastikgabel drin, habe ich noch nie gesehen. Plastik. Echt? Ich dachte, guck mal. Ah, ja. Was ist das? Um zur Hölle. Ich denke, man kannst du ja nicht richtig festschrauben, musst aufpassen jetzt oder so. Ah, ja, das ist echt nicht. Das habe ich auch nicht gesehen. Verrückt. Also so CNC, wahrscheinlich diese Drucker-Scheiße oder so. Ja, genau, ja, oder die 3D-Printer. Ja, ja, genau. 3D-Printer, genau. Hör auf, ey. Die Welt ist verrückt. Ja, aber, naja. Geiles Design, alles cool, aber nicht ganz durchdacht. Und ich hab das jetzt so eingestellt, wie man das so macht, wa? Dass das nicht ganz auf dem Boden ist, sondern so, dass so ein bisschen Gleichgewicht noch gefordert ist. Ah, okay. Okay. Weil es ist eigentlich so, so anders lernen sie es ja nicht. Ja, klar. Okay. Sag mal, hast du gerade noch eine Schere schnell? Alright, keep on rolling, baby, no time it is. Also, das Ding habe ich gerade gekauft, weil ich meinen Mund nicht halten konnte. Und ich gesagt habe, naja, 20 Euro kriegst du nur dafür. Ah, oh, willst du Tom? Zeig so eine Backe. Jetzt habe ich das. Also, Hinterrad ist komplett kaputt, komplett zerledert hier. Hat jemand Rücktritt, Bremsanker nicht festgeschraubt. Guck mal hier. Ultra fest gebremst. Haben wir.
Guck mal, wie leicht das alles geht. Ha? Hä? Wie leicht das alles angebaut ist. Hübsch, hübsch. Ist okay, oder? Ja. Kann man machen, ey. Geile, geile Grete, wollte ich sagen. Wie heißt denn? Oder Willi, hier. Zu viel, oder was? Nee, das ist genau richtig. Wie Grashüpfer. Gut, Feierabend. Ich muss mal sagen, für heute reicht's. Ihr seht, wo es hinführt. Das wird jetzt wieder nicht allen gefallen, das ist hoch. Das ist aber jetzt nicht so schlimm. Weil letztlich baue ich es ja auf. Für mich. Komm einfach Laufräderin, Rücktrittbremse an. Nicht besonders. Einfacher Deckenruf, Ketteruf. Eine Bremse ran. Sattelruf fertig. Das war's. Damit verabschiede ich mich. Aus dem Kellerloch. Ich würde mal sagen, wir sehen uns. Im nächsten Video. Bis dann, macht der Dude. Ciao, sagt der Tommy.